Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge City Skylines 2 hier bei Heisenberg zockt. Sag mal, was ist denn hier los? Menschenmassen? Das ist ja fast schon das Stampede. Das waren normalerweise irgendwelche Bullen und nicht Polizisten, um Gottes Willen. Nein, nein, nein. Die Viecher. Ja, aber das ist irgendwie ganz interessant. Wo kommen die denn her? Wo wollen sie hin? Wenn die jetzt alle hier rüber wollen, dann würde ich sagen, ja, kein Wunder, haben wir hier Stau. Eieiei. Das ist ja schon. Also so viel auf einen Haufen habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Vor allem alle wirklich zusammen. Ist das ein Bug? Irgendwie, dass die irgendwie spawnen und dann zusammengeklebt sind? Ich weiß es auch nicht. Vor allem, wo kommen die denn her? Hier ist ja nichts. Ja, ein paar Wohnhäuser, also, aber daran kann es ja auch nicht liegen. Sie sind immer noch da. Ui, jetzt gehen sie. Gut, sie gehen immerhin geschlossen rüber. Ich weiß es nicht. Irgendwie macht das Sinn, wenn ich hier. Da hinten haben wir auch so viele. Macht das Sinn, wenn ich hier irgendwie was mit den Fußgängern mache? Weil das war jetzt einfach so eine Traube. Jetzt ist ja wieder okay hier. Hier haben wir auch doch eher. Ui, hier haben wir auch doch eher viele Leute. Okay, die wollen alle zum Bus. Ach, die wollen vielleicht auch zur Bushaltestelle. Das ist natürlich möglich. Ja, das ist ja schon mal schön. Dann nutzt doch die Busse, wenn wir sie schon haben. Das ist richtig. Das könnte ja auch sein, dass das irgendwie eine fröhliche Reisegruppe ist. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Da steht nochmal eine Ladung. Ja, kommt, wir machen hier irgendwie. Was soll ich einen Kreisel machen? Haben wir hier irgendwo einen Kreisel? Ja, da oben haben wir einen. Und da haben wir Ruhe. Dann haben wir hier einen Kreisel. Ja, dann hätten wir hier nochmal einen Kreisel. Es wäre wahrscheinlich besser wie dieses Ampelsystem. Ja, aber der Kreisel ändert natürlich auch nichts an den Fußgängern. Wobei, eben, guck mal, jetzt ist hier eigentlich wieder okay. Jetzt haben wir hier hinten tatsächlich bei der Bushaltestelle. Da ist ein Riesen-Chaos. Kriegen wir irgendwie mehr Busse auf eine Linie? Das wäre natürlich auch eine Idee. Aber ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen. Buslinie 6. Aktive Fahrzeuge 3. Das würde ich gerne ändern. Verändern Sie die Anzahl der Fahrzeuge auf dieser Linie. Bedenken Sie, dass die maximale Anzahl der Fahrzeuge von der Länge einer Linie abhängt. Okay. Neu zugewiesene Fahrzeuge sind erst aktiv, wenn sie die Linie erreicht haben. Ebenso sind Fahrzeuge, die aktuell gewartet werden, inaktiv, bleiben jedoch der Linie zugewiesen. Ja, also kann ich hier irgendwie was ändern? Ach so, hier oben. Guck mal. 3 von 7. Ja, dann machen wir hier mal. Machen wir mal 5 hin. Wir machen das mal Piano. Das ist die Linie. Sehr schön, weil wir sehen, wir haben hier dann doch. Was haben die denn für eine Kapazität? Sehen wir das? Passagiere. Ja. Gut, dass man das machen kann. Gut, dass wir das jetzt rausgefunden haben. Wie sieht es in der Zwischenzeit hier aus? Das ist eine wichtige Frage. Ist besser als vorher. Ja, jetzt. Oh, jetzt strömen sie nach hier hinten. Ja, was wollt ihr denn hier hinten, sag mal? Ach, hier ist aber eine Fußgängerdingens. Oh, und es wird sogar genutzt. Guck mal, hier. Da sehen wir es. Also, dann haben wir das hier schon mal hingekriegt. Jetzt möchte ich aber hier vorne nochmal beobachten, beziehungsweise hier oben. Ja, das sind immer noch Leute, die hier durch wollen. Okay, dann werden wir hier tatsächlich was machen. Wir schnappen uns das Teil, wir schnappen uns das Teil. Und jetzt ohne Rücksicht auf irgendwelche Häuser. Wir wollen von hier lang und da gehen wir mal auf die 10 Meter. Ja, das geht schon wieder hervorragend. Wie gesagt, ohne Rücksicht auf irgendwelche Häuser. Wir wollen hier rüber. Zack, einmal den und dann einmal hier unten rein. Mal gucken, ob das geht, wenn ich das auf 0 stelle. Da kommen wir wieder rein. Schön geschwungen das Ganze. So, jetzt, jetzt kommen natürlich die Fußgängerstreifen noch weg. Die können wir auch nicht brauchen. Nicht jetzt, wo wir hier so ein Dingens haben. Fußgängerstreifen waren hier. Mach mal weg. Die müssen wir lassen oder sollten wir lassen, weil da haben wir keine Überführung. So, das wird jetzt halt wieder ein Momentchen dauern, bis das genutzt wird. Das ist klar, das wissen wir, bis die das merken. Aber wir haben ja gesehen, beim anderen Fußgängerübergang hier hinten, der wird tatsächlich genutzt. Ja, in die Richtung vielleicht auch noch was machen. Das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit, dass wir hier noch rübergehen. Ja, aber ich lasse es mal für den Moment. Weil es ist halt nicht die einzige Kreuzung, wo wir wahrscheinlich ein Problem haben. Nehme ich mal an. Gut, wie sieht das sonst aus hier? Ja, Gewerbenachfrage. Hier haben wir schon ein bisschen was gemacht. Da würde ich hier mal noch ein bisschen Gewerbe hinstellen. Ne, da haben wir schon eingezeichnet. Hier haben wir noch Platz. So, dann gibt es hier nochmal Gewerbe. Müsste runtergehen oder ist das dann doch eher. Das ist halt nicht aufgeteilt. Eben, wir haben hier kein dicht besiedelt, weniger dicht besiedelt, sondern es ist einfach Gewerbe. Aber wenn hier nicht gebaut wird, machen wir mal noch 2 solche hin.
Mal gucken, ob da die Bagger kommen. Jawohl, da kommen sie. Okay, dann ist also die Nachfrage doch eher noch nach. Nicht so dicht besiedelt. Ansonsten irgendwo ein massives Problem. Ich sehe keins. Ja, hier oben halt. Mangel an Arbeitskräften. Wir haben natürlich auch keine Buslinie, wenn ich mich nicht täusche, hierauf. Weil das ist halt einfach irgendwie Agrargebiet. Dass wir hier vielleicht auch noch eine Buslinie raufziehen. Wo haben wir die? Und die U-Bahn haben wir ja auch noch. Buslinien. Moment, wir sind beim Bus. Wäre hier unten. Hier oben haben wir was. Das geht halt nur bis hier hin. Also man kommt von hier halt hier nicht rauf. Allerdings, wir haben hier auch nicht massiven Verkehr. Ich habe jetzt mehr gedacht, eben weil die hier tatsächlich alle jammern, dass sie hier keine Leute haben. Mit hoher Qualifikation. Wie sieht es denn aus mit Schulen hier? Bringt das denn was, wenn ich hier eine Schule hinstelle? Ja, das sind zumindest schon mal die Schulen. Grundschulen können wir brauchen. Das wird jetzt nicht für massiv Bildung sorgen, aber zack, ein bisschen was bringt das mit Sicherheit. Ja, geht drauf. Eine Sekundarschule vielleicht noch daneben, beziehungsweise machen wir mal hier hin. Zack, einmal so. Kann man die ausbauen? Jawohl, da kann man. Vergrößert, das bringt nichts. Schulbibliothek, Sportplatz. Für 56.000. Ich würde sagen, den Sportplatz. Zack, gönnen wir den. Das ist ja ein Riesensportplatz, sag mal. Das habe ich ja so auch noch nie gesehen. Das ist ja ein Riesenteil. Gut, also eine Straße brauchen sie noch. Die können sie haben. Da sind wir nicht allzu knausrig. Von hier nach da. Und dann würde ich sagen, da rein. Da brauchen wir nicht mal eine Kurve. Das können wir so machen. Ja, und hier, dass hier Wasser und so weiter fehlt, das ist dann weg wegen der Straße. Jetzt haben wir hier eine Straße. Ich würde die sogar noch weiterziehen. Da machen wir jetzt aber eine Kurve. Dass wir hier irgendwie, wenn es denn geht, dran vorbeiziehen. Das ist, glaube ich, die Eisenbahn. Ja, die bringt uns gerade nicht viel. Aber wir können hier unten rein. Patz, einmal den. Dann haben wir hier nochmal eine Zufahrt zu der Schule. Das passt. Und hier können wir da einzeichnen. Wir haben sowieso Nachfrage nach... Wenn ich das jetzt erkennen würde, das müsste das mittlere sein. Stimmt das? Das ist die Wohnnachfrage nach mittlerer Dichte. Ja, definitiv. Also ziemlich definitiv. Die haben wir hier, die mittlere Dichte. Zack, bauen wir hier mal. Wenn ich es erwische, hier noch, hier noch, hier noch. Und dann hätte ich hier gerne noch was. Das ist jetzt halt in der Industrie. Also die wohnen natürlich nicht wirklich schön. Das ist ganz klar. Aber... wie soll ich sagen, wenn wir hier schon Schulen haben, brauchen wir hier natürlich auch Wohnfläche. Das wäre ein Gebiet, wo wir eigentlich nicht bauen sollten. Ist mir klar. Das ist ganz logisch. Aber wir bauen jetzt trotzdem. Die wohnen halt einfach nicht so schön. Das ist auch klar. Hier kriegen sie noch ein bisschen Gewerbe. Dann können sie shoppen. Wir können denen ja noch einen Park offerieren. Vielleicht. Vielleicht hilft das noch ein bisschen. Guck mal. Schöner Park. Groß. Das freut sie. Kann ich hier nochmal einzeichnen? Ne, da haben wir alles eingezeichnet. Gut, ansonsten, was haben wir hier? Oh, ein Verkehrsunfall. Okay, da können wir in dem Sinn nichts machen. Ja, jetzt haben wir hier Stau. Da wird jetzt Gelle wahrscheinlich wieder sagen, er hat halt auch hier diese Zufahrt abgerissen. Oh, aber wir sehen auch hier. Oh, hier ist halt auch alles zu. Holy, heieiei, okay. Wir haben 32.000 Einwohner und haben tatsächlich schon... Jetzt haben wir wieder wirklich ein Stauproblem. Guck mal, hier sind welche. Hier sind welche. Wenn man halt wüsste, wo sie hinwollen. Wollen die in die Industrie? Man könnte denen eigentlich noch helfen. Da haben wir auch ein bisschen Stau. Vielleicht hier eine Hochstraße rüberziehen. Würde das was bringen? Wird die genutzt? Dass wir hier irgendwie fast eine Autobahn nochmal machen, die uns da in die Industrie bringt. Ich würde das mal gerne angehen. Und danach würde ich dann gerne gucken wegen der U-Bahn. Also das machen wir in der Breite. Wo gehen wir da raus? Ich opfere hier alles, was wir haben. Also, das geht mal hier raus. Da können wir eigentlich eh schon auf die... Gehen wir mal auf die 20 Meter. Das wäre dann hier. Zack, einmal so. Dann geht das hier quer rüber. Da, wo wir hinkommen. Kurve noch aktivieren. Hier überlappend. Das passt aber. Einmal den. Einmal hier rüber. Und dann würde ich hier irgendwie wieder rein. Da müssen wir das beobachten, ob das Sinn macht, was wir hier gebaut haben. Das weiß ich auch noch nicht, das finden wir raus. Allerdings überlappt es wieder mit dem Teil hier. Müssen wir so machen. Und dann hier rein. Ach, da sind wir im Wasser drin. Und wir sind halt schon auf dem Boden. Muss ich das nochmal schnell kappen. Das muss weg.
Wenn wir übers Wasser wollen, brauchen wir natürlich die Höhe. Sagen wir 10 Meter. Und dann pause mal. Dankeschön. Dann runter auf die 0. Und da rein. Ja, das hat uns gerade ein paar Gebäude gekillt. Damit können wir leben. Mal gucken, ob diese Umfahrung genutzt wird. Wir werden es rausfinden. Sollte denen hier vorne helfen, dass die hier nicht alle da reinfahren. Sondern, ja, guck mal, der erste ist schon unterwegs. Ist ein bisschen steil, das Ganze. Aber es funktioniert. Gut, kann ich hier nochmal einzeichnen? Das wäre jetzt noch die Frage. Wurde da was gekillt? Nee, eingezeichnet ist es noch. Da müssen sie dann halt neu bauen. Ja, hier auch. Guck mal, das wird auch genutzt. Beziehungsweise von der Seite her wird es halt genutzt. Macht schon Sinn. Gut, sollen wir mal gucken wegen der U-Bahn. Das wird wieder eine lustige Geschichte. Das kann ich euch sagen. Da habe ich ja meine Erfahrung gemacht. Vielleicht hier. Ich muss mal gucken. Wie fangen wir an mit der U-Bahn? Die U-Bahn haben wir hier. Ein Depot. Das macht mittleren Lärm. Wo stellen wir dich hin? Ja, vielleicht hier die Kachel noch kaufen. Dann können wir hier mit der U-Bahn beginnen. Ja, oder wir beginnen halt hier hinten. Eigentlich ist ja egal, wo das Ding beginnt. Kommt, wir stellen das Depot hier in die Industrie rein. Ich denke, das ist cleverer. Bisschen drehen, dann natürlich den Straßenanschluss nicht vergessen. So, das wäre mal hier. Ja, da sehen wir es auch gerade mit der Straße. Da machen wir ein bisschen eine breitere, würde ich sagen. Zack, einmal so, die Kurve haben wir schon. Dann geht das dort rein und hier oben ist dann die Landwirtschaft. Da können wir aber in die Richtung können wir auch noch. Oder auch nicht. Moment. Da zieht es wieder. Erstmal raus, dann die Kurve. Dann die Kurve. Zack, und dann da rein. Dann haben wir das angeschlossen hier. Gut, ist das? Das ist das U-Bahn-Teil. Jawohl, da können wir noch. Eigene Anlagen zur Beschleunigung der U-Bahn-Zugwartung. Für 50.000. Das würde ich sagen, machen wir. Oh, jetzt kriege ich es hier nicht hin. Na gut, da brauchen wir eine Kachel. Let's buy a Kachel. Das wäre die hier. Dankeschön. Jetzt müssen wir das hier machen können. Weil das ist sicher nicht unwichtig. Dann fahren halt wahrscheinlich die U-Bahn einfach schneller wieder los. Wäre meine Logik. Zack, einmal so. Und was haben wir hier noch? Zusätzliche Gleise brauchen wir im Moment nicht. Muss man das noch anschließen? Ich weiß nicht, wie, irgendwie müssen die U-Bahn ja hier hinkommen. Das müssen wir wahrscheinlich schon anschließen. Okay, ich schnapp mir mal ein Gleis, doppelte U-Bahn-Gleise. Von, sagen wir mal, hier. Habe ich die Kurve aktiviert? Ich sehe gerade nicht, ob ich die Kurve aktiviert habe. Hier hinten, sag mal. Wir sind am gleichen Ort, Herr Heisenberg. So, einmal Kurve. Oh, guck mal, jetzt ist es aber weg. Ich schließe das trotzdem an. Wobei, das geht so nicht. Das ist hier halt auch nur ein Gleis. Das ist natürlich deppert. Gehen wir mal in ein Gleis über. Da rein, dann müsste es funktionieren. Ja, jetzt fehlt dieses zweite noch. Da hättest du auch einfach eine Weiche machen können, Kollege. Kollege Spiel, warum machst du da keine Weiche? Wenn ich das so mache? Nee, das ist immer noch nicht angeschlossen. Sag mal, jetzt sind wir... auch interessant. Ich ändere das mal. Das müsste doch gehen. Wenn ich das ändere hier auf ein Gleis. Ja, dann funktioniert es. Dann können wir das hier wieder wegpacken. Ich wollte gerade sagen, wir haben noch nicht mal angefangen mit der U-Bahn richtig und schon haben wir ein Problem. Wobei, doch, jetzt geht's aber. Jetzt ist dieses zweite Gleis hier. Okay, das interessiert dann keinen mehr. Gut, wir fangen mal an mit den Gleisen. Wo wollen wir hin? Oder erst vielleicht die Station. Was ist denn hier los? Luftverschmutzung. Ja, ja, klar, das wissen wir. Ja, das ist hier, das ist das, was wir gerade neu gebaut haben. Gibt es irgendwas, was wir gegen Luftverschmutzung noch tun können? Die Parks müssen da ja schon auch helfen. Erholung, das ist alles nur Erholung. Wie sieht es bei denen aus? Ja, das hat mit der Luftverschmutzung halt nichts zu tun. Das ist einfach Erholung, relativ massiv, aber die kosten halt auch alle ewig Geld. Da würde ich mal noch absehen von. Ja, die Erholung ist natürlich schon nicht unwichtig. Das sehe ich schon auch. Machen wir hier nochmal so einen Park hin. Dann haben sie nochmal ein bisschen Erholung. So, wo bin ich stehen geblieben? Bei der U-Bahn. Wir bräuchten... Ich weiß ja nicht, macht es Sinn, zuerst die Haltestellen zu machen? Sich das zu überlegen? Ja, bevor wir einfach grün irgendwo reinbauen, denke ich, macht das tatsächlich Sinn. Also, U-Bahn-Station. Unterirdisch, oberirdisch. Ich würde sagen, wir machen mal unterirdisch. Es ist eine U-Bahn. Und zwar, ja, vielleicht sogar hier die erste. Wenn ich das so drehen kann.
Da brauchen wir einen Straßenanschluss, wie wir sehen. Den können wir den noch. Oh, hier passt auch rein. Okay, einmal U-Bahn-Station. Das freut die Leute gerade massiv. Dann geht das irgendwie nach hier vorne. Dann haben wir hier die zweite. Dann geht das nach hier. Da sind wir eh schon hier hinten. Dann machen wir mal eine Kurve. Jetzt muss ich gucken, dass ich nicht die Hälfte vergesse. Und ich muss vor allem gucken, dass ich diese unterirdischen U-Bahn-Stationen wieder finde. Moment, hilft das, wenn ich hier runtergehe? Das brauche ich nicht, sondern ich brauche eher das unterirdische. Hier, das müsste die U-Bahn-Station sein. Unterirdische U-Bahn-Station. Okay, dann machen wir hier eine Kurve. Ich brauche das hier bitte nochmal. Ja, das Linienwerkzeug brauchen wir noch nicht. Dann haben wir hier eine unterirdische. Und dann geht es hier rüber. Dann haben wir hier eine. Und dann geht das hier lang. Und dann haben wir hier oben noch eine. Ich würde sagen, für den Anfang wäre das okay. Gut, jetzt wird es interessant. Die Gleise. Ja, schon eher zweigleisig. Schon eher zweigleisig, würde ich vorschlagen. Das hätten wir ja hier. Achso, ich bin auf Ändern. Ich muss auf Bauen klicken. So, und dann wollen wir unter die Erde. Und jetzt machen wir aber überall das Ganze gleich tief. Wobei, wie tief sind jetzt diese Stationen, die wir gesetzt haben? Das ist natürlich auch noch eine Frage. Können wir das gucken? 4-4, Komfortlinie 0, Lärm, ja, das kennen wir alles. Angestellte, Komfort. Wir bräuchten hier doch irgendwie eine Info, wie tief wir unter der Erde sind. Naja, wir versuchen es einfach mal. Kommt, wir machen die 20. Wir machen 20 Meter. So, also so. Beziehungsweise ich muss ja bei 0 starten, das heißt, wir müssen so nochmal zurück. Hier oben nochmal anfangen. Hier irgendwie raus. Funktioniert das so? Jetzt funktioniert. Also runter auf die 20, haben wir gesagt. Zack, die Kurve haben wir drin. Zack, so lang. Jetzt bloß keine Station vergessen. Eieiei, okay, wo finde ich die gleich nochmal? Da ist es doch. Kann ich das anschließen? Ja, wir machen mal irgendwie das Ganze so. Gebaut. Und dann hier irgendwie rein. Da sieht man doch, das passt. Jawohl, das passt sogar hervorragend. Sehr gut. Die nächste Etappe. Von hier, da müssen wir die richtige Höhe haben. Zur nächsten U-Bahn-Station. Da vorne. Das müsste die hier sein. Oh, hier haben wir. Hier müssen wir tatsächlich noch weiter runter. Guck mal. Oder wir müssen das so machen. Und dann einen Bogen. Weil hier haben wir tatsächlich die unterirdische Autobahn. Die wäre natürlich im Weg. Wenn wir das so machen. Hier zurückgehen und dann da rein. Geht auch. Ne, dann haben wir hier unten ein Problem. Oh, jetzt geht das wieder los. Da ist wahrscheinlich die Kurve zu eng. Ja, schnappen wir uns den Bagger. Gehen runter. Das muss nochmal weg. Das muss nochmal weg. Das müssen wir anders lösen. Ich brauche nicht die Straße. Ich brauche, zack, den hier. Und mein Gleis. Vielleicht, dass wir so reingehen. Ja, da ist die Kurve zu eng. Jetzt. Jetzt haben wir es. Okay, sehr gut. Dann sind wir hier beim nächsten angekommen. Nehmen wir dich wieder mit. Nächste U-Bahn-Station. War die nicht sogar hier hinten noch? Das ist halt irgendwie ein bisschen doof. Ich wäre sogar dafür, dass man, wenn man, da ist sie. Ich sehe sie. Wenn man das macht, dass diese U-Bahn-Station tatsächlich ganz, ganz explizit dargestellt werden. Mit roter Farbe oder weiß der Kuckuck was. Damit man das halt ganz deutlich sieht. Jetzt kommen wir hier nicht durch. Ja, wenn wir auf die 40 gehen, schaffen wir es. Allerdings komme ich dann da rein. Moment. Ja, da sind wir aber da oben wieder irgendwie dran. Okay, ich mache es mal so. So, unten durch und dann rein. Ja, das ist wahrscheinlich wieder irgendwie. Da sieht man, das geht auch nicht. Warum geht das nicht? Hier ist irgendwas fehlt hier. Hier unten ist doch... Ist das nicht angeschlossen zur Halb? Da ist noch ein Haus im Weg. Ich sehe es halt nicht. Ich mach das nochmal weg. Schnappen wir nochmal. Es geht aber schon immerhin besser als beim letzten Mal. Ach, guck mal. Hier haben wir halt zwei Teile. Okay. Dann gehen wir noch in eins rein. Okay. Und dann funktioniert das auch. Jetzt muss ich aber hier beim gleichen wieder raus, würde ich vorschlagen. Wäre bei dem Gleis. Ach, hier kann ich da wieder so raus? Nein.
Hier komme ich nicht in dieses Gleis. Das ist ja doof. Ach, das ist dann eine Weiche. Okay. Warum geht das nicht? Was habe ich hier? 40 Meter. Wir machen hier die... Was hatten wir? Die 30 hatten wir, glaube ich. Nicht 10. Die 30. Gut, funktioniert. Jetzt ist aber halt wieder die Frage, wohin? Das war, glaube ich, schon dann hier rauf. Immer wo die Gleise fehlen. Hier oben ist was. Ne, da hatten wir noch eins davor. Wir hatten noch einen U-Bahnhof hier. Hier ist er, guck mal. Also einmal den hier. Und dann mit einer Kurve da rein. Zack, auch das passt. Sehr gut. Ja, wenn man es mal gemacht hat, geht es besser als auch schon. Sagen wir es mal so. Und jetzt wollten wir noch darauf. Zack, einmal diesen und einmal wieder die Kurve. Batz, und dann haben wir das. Von hier könnten wir natürlich jetzt auch noch hier rauf, aber für die paar Häuser würde ich das mal lassen. Die können auch hier zu dieser U-Bahn-Station tatsächlich. Das müsste doch jetzt funktionieren. Wir schauen mal. Wir schnappen uns das U-Bahn-Linienwerkzeug und klicken mal hier drauf. Okay, dann wollen wir hier rein. Das funktioniert sogar. Dann wollen wir... Wo wollen wir denn hin? Hier hin. Okay, und dann hier auch rechts. Jawohl, passt. Dann geht das hier unterirdisch logischerweise weiter. Hier hin. Hier rechts. Das funktioniert auch. Geht hier weiter. Geht hier weiter. Dann kommen wir hier hin. Und dann haben wir es, glaube ich, schon. Weil das andere ist ja das Depot da hinten. Jawohl, da wollen wir eigentlich nicht hin. Und jetzt das Ganze wieder zurück. Sehe ich das richtig? Oder ist das dann abgeschlossen? Wenn ich hier irgendwie mal gucke. Hier einen neuen Wegpunkt hinzufügen. Das müsste hier doch abgeschlossen sein. Oder ist das nicht abgeschlossen, weil es ja keine Rundlinie ist? Gut, wir könnten natürlich auch eine Rundlinie machen. Sind U-Bahnen nicht immer irgendwie Rundlinien? Eigentlich macht das schon Sinn. Dann könnten wir es eben anders machen. Ich verwerfe diese Linie mal nochmal, indem ich einfach rausgehe. Nochmal schnell schaue. Wo waren wir denn? Sag mal. Aber jetzt habe ich nicht hier hinten noch irgendwie was gemacht. Nee, nee. Wir müssen das irgendwie als Rundlinie haben. Und zwar, wenn wir hier den Bahnhof haben, dass der Zug im Prinzip hier wieder zurück kann. Das wäre eine Idee. Das versuchen wir mal. Wir bauen das mal hier raus. Die Kurve habe ich eigentlich aktiviert. Dann müsste man mir auch eine Kurve gönnen. Wir sind auf... wieder auf den 30 Metern. Düsen hier rauf. Und dann in die letzte Station rein. Wir können hier ja nochmal anhalten. Macht das Sinn? Ja, das macht... Irgendwo macht das schon Sinn. Also, wir bauen das mal bis hier hin. Nehmen eine Station, eine unterirdische. Zack, hängen die da hin. Schnappen uns wieder das Gleis. Hier unten. Wenn ich es erwische. Und düsen da rein. Passt. Und jetzt von hier geht das dann zurück nach da oben. Da können wir nochmal eine schöne Kurve machen, denke ich. Ach, guck mal, es geht eben schon relativ easy. Man muss das Werkzeug halt erstmal kennen. Und das hatte ich halt in der ersten Staffel tatsächlich nicht, dass ich das Werkzeug gekannt hätte. Hier oben ist unser Bahnhof. Da kommen wir auch rein. Okay, jetzt passt. Jetzt könnten wir die Linie machen. Jetzt ist aber die Folge eigentlich durch. Dann würde ich das mit dem Linien machen. Tatsächlich nochmal verschieben. Hier hinten eben, das ist halt irgendwie... Man müsste gucken, dass wir hier irgendwie was gegen die Luftverschmutzung machen können. Aber 10.000 Parks, das macht halt auch keinen Sinn. Naja gut, immerhin haben sie jetzt eine U-Bahn. Das ist doch auch schön. Gut, liebe Freunde, danke euch fürs Zusehen. Hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Und dann werden wir morgen natürlich die U-Bahn auf die Reise schicken und dann mal gucken, ob das tatsächlich hilft gegen den Verkehr. Es müsste eigentlich. Danke fürs Zusehen. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Tschüss. Bye, bye.